Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario Land 3 Wario Land. Mit dabei sind immer noch Schmackes und Heddy. Hallo. Habt ihr jetzt beide zugleich begrüßt? Ja. Es klang wir haben unseren Skill gesinnt. So. Ich glaube, wir müssen wieder singen, Heddy, wie in der Spiegel. Wann kommt das Skill? Ihr wollt nicht ernsthaft singen, oder? Der Wolf muss singen hier. Ich glaube, das wäre noch. Ja, der Wolf. Ich glaube, das wäre noch schlimmer. Der Wolle Wapp war gesungen. Ach nee, hör mir bloß auf mit diesem Dschungeltier da. Bestehen. Was ist geschehen? Und das Wolle. Oder in der Lava unter hier. Was ist denn jetzt? Jetzt frage ich mich, was ist hier schön? Er ist gelacht. Du siehst, was hier aufgenommen wird, Schmackes. Schmackes, sag ich schon. Ein Dings. Ja, echt mal. Seax. Ah, das ist doch Force-Simulator. Warum der Force-Simulator? Weil er Geld geiert hier, oder was? YouTube-Money. Das haben alles die anderen gesagt. Alles deren Schuld. Nein. Ja, wenn der Wario klein ist, dann sieht er aus wie der Force. Hat Force überhaupt ein Wario-Spiel auf seinem Kanal? Als ob. Da gibt es keine Hupen. Nur Männerfrüste. Das war ein Fehler, euch in der Aufnahme zu haben. Verdammt. Das war der größte Fehler überhaupt. Ja, guck mal, Aporetta. Töti. mit dem Bombenstoß, ja. Der Bauchbums. Der Beckenstoß hier. Ich hab Angst, hier irgendwo weiterzugehen. Hallo, sind Sie nicht in Resident Evil? Nicht so eine Angst, ich hab Angst, nicht mehr zurückzukommen. Wenn der Boss hüpft, bebt die Erde. Vor Ehrfurcht. Oder vor Ehrgeiz, ne? Das ist ja positiv. Okay, da ist, das ist schon mal das Ende. Hat er nicht gedroppt? Ich dropp alles. Jetzt kommt hier. Der Wolf wieder auf dem Index. Ja. Ich stehe sowieso schon lange im Death Note drin. Wir sollten eigentlich schon alle tot sein. Eigentlich schon, vielleicht ist sein Death Note kaputt. Nee, der Force hat Urlaub, der macht ja nichts. Das ist für ein dicke Ding, ne, ey. Eine Riesenminze. Die gibt extra Cash. Jetzt hat Force seine Pappmütze auf. Nee, das ist ein Geweih. Ziemlich komisches Geweih, findest du nicht? Das ist ein Weihnachtsgeweih. Hier. Hier ging es auch. Hier ging es auch nach oben. Oh, jetzt will der Wolf wieder eine Karte aufrufen. Hier gibt's keine Karte, die ich aufrufen könnte. Ja, Ebert! Ja, du Wolle. Verloren. Verloren. In der Force Cave. Ich bin überhaupt nicht verloren. Cave. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Ja. Jetzt wird hier ordentlich Money gecashed. Und wo will er hin? Was ist sein Ziel? Knöpfe drücken und wieder zurück. Ich hab mich nicht auf beschäftigt gestellt, oder? Scheiße, ich vergesse es jedes Mal. Und das sieht man so. Moment. Lame. Unprofessionell wieder hier. So, weiter geht's. Diese Pferds-LPs. Was zockt er eigentlich? Der Wolf. Ja, wer denn sonst? Ja, sieht man doch.
Gibt's noch irgendjemand, der spielt so schlecht? Rumeiern. Ja, Schmack gespielt er dieses Spiel, oder hat's gespielt? Hat's ja, letztens. Ja, und genau aus dem Grund spiele ich das jetzt eben. Jetzt weil er 100% holen will. Nein. Oh, im Gegensatz zu Schmack. Da will er zeigen, so wie er sagt, ihr macht Jung! Nee, aber ich würde es nicht. Ja, du extra verlieren. Nintendo schon angerufen gerade. Die rufen auch viele Leute. Nein! Oh! Oh! Ja, das war's. Da wurde er jetzt raus. Boah, mega Zeitverschwendung. Moment mal, ich muss mir noch ein kurzes Bierchen holen, dann. Ja, das hält er so nicht aus. Er muss sich besaufen. So kann man, wenn ich so viel Puls sehe. Ah, 5 Minuten umsonst. Yes, yes, du hast ne, du, wieso umsonst? Du hast gesehen, aha. Wenn ich mit dem Arsch in die Lava fliege, dann gehe ich sterbe. Ja. Super, danke. Aus Fehlern lernt man. Meistens. Meistens. Du weißt, mit wem du sprichst. Mit dem orientierungslosen Wolf. Ja, das stimmt. Ich habe auch schon einen Kommentar bekommen, dass Lonely für mich zu schwer sein könnte, weil man da auch Orientierung braucht. Hm? Oh weh. Ja. Aber wenn sowas gesagt wird, so, oh ja, du könntest Probleme bekommen, weil man da Orientierung braucht. Geil. Wohl verläuft sich sogar eine Einbahnstraße. Ja, weil es keinen Ausgang gibt, deswegen. Wo muss ich denn jetzt hin? Wer hat das denn geschrieben? Ah ja, YouTube Money. It's not funny. Einer, der den Wolf kennt, hat das geschrieben. Ich schon lange Zeit. Ich hab mich schon lange Zeit beobachtet. Das klingt irgendwie so wie so ein Stalker. Von der NSA am Sagen angerufen. Oh, wenn das droppt angerufen. Wieder die Kollegen. Droppt mal irgendwelche geilen Themen, so wie gestern in Mass Effect 3 oder Spyro. Da waren lauter geile Themen. Die sind jetzt alle nicht mehr da. Was denn für geile Themen? Ja. Turbo, oder? Nein, sowas. Das hier ist gerade interessanter. Ja. Das heißt, ihr macht euch auf meine Kosten lustig. Nein. Wir fiebern alle. Nein! Wer würde denn sowas tun? Weiß nicht. Du auf jeden Fall. Wir sporen dich zur Höchstleistung an. Ja, Tür für Tür. Oh! Da sieht man. Ich glaube, das W auf seinem Helm steht für Wulle und nicht für Wario. Für Wulle. Super Wulle-Läs, ey. Ah, ist das schön. Das habe ich gewusst. Nebenbei, das ist die einzige Level in diesem Spiel für mich, die blind ist. Das sehe ich. Der Wolf ist auch gleichzeitig blind. Wolf, nimm die Augen bitte ab. Der Wolf. Wolf auf dem Eis. Der Wolf, ey. Wolf auf dünnem Eis. Der Wolf. Wolf wollte nur das Eis brechen. Ja, so macht man Beziehungen. So macht man Beziehungen klar. Erstmal das Eis brechen. Hat das sehr zu erfahren. Ja, und die Ionids ein. Die Eskimos. Weil du das Eis gebrochen hast. Wird erstmal gammelt. Na endlich, Mann, hat das gedauert. Ich glaube, der Ruf braucht ein bisschen Gaffel. Bist ja gar nicht in den Lava gesprungen. Nö. Da fehlt mir jetzt was. Da fehlt dir was, ja. Dann geh ein paar Parts zurück, das ist das oft genug. Da muss ein Best-of her. Du willst von allem ein Best-of, das ganze Let's Play ist ein Best-of. So, auf die Pokal, ich bin der. Ja, Gewinner das ist der Handy-Pokal hier, der Mario Kart-Pokal. Gewinner des Let's Play Awards. Ach, deswegen ist es der Force Simulator. Ja, guck mal, nur der Force-Pokal fehlt da bei F. Bei mir ist der Mario Kart-Pokal. Ja, was war was kommt da dann mit glänzender Dildo? Goldene Hupen. Der güldene BH. Der güldene. Der güldene. Der Gülle-BH. Der Gülle-BH.
Die Dicken sehen irgendwie ganz lustig aus, als würde da, als hätten die einen Steifen. Das ist der Nahkampfstachel. Der Freudenstachel. Du bist wie? So, rot bist du. Ah, Wolf hat auch gerade einen Freudenstachel. Nee. Da hat er erst mal draufgehauen. Ich habe ein Vieh ermordet. Ein Insekt. Im Sekt drin? Cool. Ein Insekt kommt von ein Inzest. Ein intimes Insekt. Nee, Inzest-Insekt. So. Etwas im Sekt ermordet. Im Sekt. Tja, wo ist das? Natursekt hier. So kann man das auch sehen, wenn man möchte. Ja, man möchte. Na, endlich geschafft. Nach 11 Minuten eine Stage. Gib die Video da oben. Das war mein ganz persönlicher Turboman, das Level hier gerade. Ich will den Forstschatz sehen hier. Ich will den Forsttrescher sehen. Was das ist. Weiß ich, wo das ist. Ja, der Forst bestimmt hier Mobs, ey. Vielleicht kommt er jetzt hier als Endgegner. Ich hab schon oft... Nee, hier kommt, glaube ich, das Riesengesicht, das rotzt, wenn ich mich... Nein! Der wird dann so passt. Nein! Jetzt sieht er aus wie der Forst. Jetzt ist er dahin. Jetzt wieder wie Bob der Bauermeister. Und jetzt wie der Forst. Interessante Wandlung. Bob der Forstmeister. Scheiße. Ah, jetzt hat das Penis-Item gefunden. Der unsympathischste aller Helme. Hallo? Weil ich damit nicht dashen kann und ich liebe es in dem Spiel zu dashen. Der Wolf, der Dash, ey. Da will er raschen. So ein Bowler Dash. Der Rainbow Dash. Wer wartet hier auf den Wolf? Wie her? Nein. Nein, ich würde die Level nochmal von vorne anfangen. Ich mach den Fehler jedes Mal. Schau doch mal auf den Grund. Nein! Was? Alter, ist das? Jetzt mal wieder. Da guckt er erstmal nach. Was ist los? Warum habe ich so Probleme mit dem Spiel? Das ist nicht auszuhalten. Das Spiel ist nicht schwer. Es ist sogar ziemlich einfach. Warum stelle ich mich da... Genau. Und? Warum stelle ich mich da so verdammt bekorkst an? Der Wolf ist bekifft. Zu viel Natursekt. Glaube ich auch langsam. Es ist nicht auszuhalten. Ich wette, das ist der Vorführeffekt. Normalerweise rush ich da durch das Spiel durch wie nix. Ich glaube, Wolf hatte vor der Aufnahme ein, zwei Joints. Direkt von der Pflanze vom Kanalwärter. Marihuana? Ja, das habe ich auch heute gesehen. So, jetzt war der Skill hier. Hyper-Skill. Dimension Wolf. Das habe ich heute auch gesehen mit dem Werter. Das Video. Ja, das nein! Oh. Leckt mich! Hey. Ja. Ja, ich bin Hyper Dimension mit Wario Force. Ja, keine Ahnung. Ob der Kanalwärter jetzt die Pflanze bei sich hat, ob er sie ausgebuddelt hat? Ja, bestimmt. Das wäre eine interessante These. Ja, du bist da. Also das hier sich kommt mir ja bekannt vor. Ja, mir auch, woher bloß? Ja, guck mal hier, du Popelz hier. Also, die haben auch gekifft hier. Kennt ihr diese Gesichter beim Chinesen? Ja. Immer wenn der Frühlingsrollen ist, kommt dieses Gesicht. Ist das und nicht der Oretta-Boss? Und die Füllung, die kommt aus den Nasenlöchern. Das ist so easy. Ach, deswegen ist die Frühlingsrolle immer so. Ja, hier verkackt es sich. Hallo! Könntest du mal rotzen? Stirb selber. Wolf steht auf Probe. Nein, die ganzen 20er fallen ins Ende. Ins Ende? Was? Ins Ende. Wir springen hinterher. Ja, klar. Beste Schatz.
Und immer noch kein Secret hier, kein Force Treasure. Ich hab schon mehrfach gesagt, dass ich nicht weiß, wo alles ist. Ja, aber ausgerechnete Force Treasure. Ach, das hat bloß 2,3 Volumenprozent. Deswegen. Fängt das so leicht. Oh, jetzt der SSD. Die SS. Genau. Bitte die Force hier. Moment, komm her. Oh, da haben wir die krassen. Nein! Und. Ihr Arschgeburten. Nein! Das ist nicht wahr. Warum ist dieses Spiel so verflucht heute? Ich hätte heute erst Let's Play nicht beginnen dürfen. Das ist es. Scheiß Nazi-Teekessel. Scheiß Nazi-Teekessel. Die Hindenburg ist das hier. Ich dachte, die Bismarck. Egal. Achso, das war ja ein Schiff, war kein. Okay, ist ein Luftschiff, das passt. Hindenburg ist ein Luftschiff. Nein, danke. Oh! Der könnte. Ich dachte früher immer, das wäre ein Apfel. Sie sind vom Schokomond noch hingeflogen. Ja. Warum ich auch immer dachte, dass das früher Äpfel wären. Pferdeäpfel. Der Vulkmar-Pferdeäpfel. Das ist schon knusprig, Baum. Kuhfladen auch, lecker, lecker. Alles in Brauntönen. Was der hier zu SS Hindenburg? SS Bismarck, alias Hindenburg, alias T-Life, alias Superforce. SS alias T-Life. Weil hat er gepupst hier, hast du gesehen die Blase da? Die Hindenforce hier. Da wo der Skill zu Boden sinkt. Hier gibt's nur Skill-Nazis. Seit wann hat Nazis Skill, ne? Boah, das war doch ein Skill-Wurf hier von dem Wolf. Direkt ins Loch gepfählt. Perfekt, ich glaub recht, schreibt Nazis. Ja, Grammar-Nazis. Was? Grandma-Nazis? Grammar. Das erfinde ich nicht. Ich will den Force Treasure hier, ich bin enttäuscht von dem Wolf. Boah, das wirklich wissen, wo der ist. Heim. Gerade den wichtigsten, weißt du? Force Treasure, das hört sich an wie so ein Facebook-Spiel. Speedrun! So eine goldene Lasagne oder was das ist, keine Ahnung. Goldene Lasagne. Klingt sehr interessant. Ja, das muss auf jeden Fall vor dem Österreich-Level sein, also der Hölle da. Vor dem Österreich-Level. Hast du doch gesagt, dass das Österreich ist. Seit wann ist Österreich die Hölle? Wie, du hast doch gesagt, das ist Österreich. Hab ich nicht. Zur Hölle, doch. Hat Schmacki auch gehört. Ja. Ja, das ist Österreich. Österreich ist ja da auch im Teller. Hallo, die Krokos hier. Na gut, dann ist Spiel es. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Oh nee, jetzt fängt er damit an. Oder dieses scheiß Schnappi, ja. Musst du mal deinen Schwengel da reinhalten und mal gucken, ob der zuschnappt. Wenn der zuschnappt, voll weh. Das ist aber ein Schwengel, das zu wegwerfen danach. Schwengeldog, okay. Das ist der Schwengeldog. Schwengeldog! Wirklich verkackst, oder? Ja, war klar, war so klar. Holz den Schwengel gleich essen oder to go? To go! Schwengel to go hier, für den so, ja, guck mal, jetzt kriegst du 34. Jetzt kann man noch mal wetten. Wird's ein Fail oder? Nimm links! Nimm den in der Mitte. Serax, wenn das nicht stimmt, hau ich dich. Yay! YouTube Money. Ich hätte gelacht wohl. Jetzt nochmal direkt. Da jeder. Gute Treasure fehlt, ey. Ja, der F.
SST Force. Die SS. SST Force? Ah, da kommt der Force mit der Harpune. Ich glaube, ich will gar nicht, dass der mit seiner Harpune kommt. Das ist ein Freudenstachel. Ja. Nee, er spielt das normale Akers, also kann er gar nicht mit Freudenstachel kommen. Das Gesicht finde ich abstürzen. Ja, aber RKS Freudenstachel macht wohl mehr Spaß, oder? Ja, es ist schwerer als der erste Teil. Ja, dann vorne. Heißt es auch Stachel der Freude. Eine Skill. Fusion. Wenn das Skill kompensiert wird, dann weiß man schon, wer spielt. Bevor es der Skill-Nazi. Skill-Nazi? Ich hab nicht mal zugesetzt. Wenn der Skill Früchte trägt. Ich hab mehr Skill! Dann hat der Force den Samen ausgetragen. Für die Früchte. Ja. Das hört sich gut. Und wer hat dann das Skill-Kind geboren? Das will ich gar nicht wissen. Wahrscheinlich seine Mutter. Dann kommt der Wario da raus, ihr Geldgeier. Ja, und wahrscheinlich ist die Mutter die seine Netunia Girl da. Nur wer hat das zur Schwangerschaft so getrieben? Gute Frage. Was ist da passiert? Keine Ahnung. Die Frage wird wohl keiner beantworten können. Da musst du Stellungnahme. Hier ist mein Schiff. In der Wiki. Ja. Dort wird die Stellungnahme. Warte! Das da war total unfair. Ja, und für den Stern, genau. Der Wolf sieht schon Sterne. Was machst du denn da? Schau nach, ob da irgendwas ist. Dein Tod. Jetzt bin ich so ein kleiner Stöpsel. Ach, ein selbst der Gegner. Das ist so super, T-Life. Ein kleiner Gag wie hier. Was wird denn eigentlich das Fire-Hero kommen? Bei dir auf dem Kanal. Was? Wolf. Ja, was? Ich hab dich nicht verstanden. Also wird ja, wieder Spyro kommen, auf deinem Kanal. Spyro. Ja. Erstmal, eigentlich hatte ich es vor, erst hochzuladen, wenn ich es komplett aufgenommen habe, denn das Spiel dauert ja nicht so lange. Denn da ich eh schon den Mega-Fail gemacht habe, dass ich es quasi verschimmeln lassen habe, bin ich schon wieder diese scheiß Feuermütze da. Das ist keine Feuermütze, das ist ein Penis. Das ist eine Glatze-Mütze. Smietze-Glatze hier. Oder 5 gegen Willy. 5 gegen Wily, ey. Mega Man. Ja, ja, deswegen. Ach, leck mich, du. Na, warte. In die Penis-Mütze. Du kommst mit. Dein Penis in der Hand hier, der Wolf. Oh Gott. Hahaha! Richtig bestialisch. Erstmal den Flammenwerfer einschmeißen und dann doch ein bisschen vorrösten. Jetzt wird der. Aber richtig. Oh, richtige Jump'n'Run-Passagen. Da wird der Fernseher warm. Du Drecksack, du! Da ist er sein. Von uns jemand mal in die Trends schaffen sollte. Nur so nebenbei. Was würdet ihr von der Person halten? Ich gucke. Welche Viecher? Irgendwelche YouTube-Trends da, wo irgendwelche 0815 große YouTuber meinen, dass sie die geilsten sind, was aber nicht stimmt. Guck mal da rein. Wie würdet ihr reagieren, wenn einer von uns da in den Trends landen würde mal? Wie guckt man denn da rein? Indem das Video viele Aufrufe hat und der Kanal viele Abos. Nein, wie würdet ihr darüber denken? Weiß ich nicht, mir sind die YouTube-Trends scheißegal.
Und da sieht man mal wieder Lisa. Ist Arboretta schon wieder drin? Nein, wenn einer von uns in den Trends vorkommt. Ja, keine Ahnung, was ich würde ich sagen, das muss ein Bug sein. Ja, glaube ich auch. Das wäre die einzig logische Erklärung. Der Force muss das schaffen. Aber wir viel zu gut sind. Der Lifey Beat stimmt die Schatz. Knacke. Force neben dem Aporetten. Und Katja noch nebenbei. Neben Katja und Leo Masche. Und Bibis Beauty Palace. In Katjas Ausschnitt, da ist der Force. Seinem Habitat. So, das war Mario Land. Zwischen den Plastikkugeln. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig. Fertig. Tschüss. Und seid wieder dabei bei der SS-Zika.